So, meine Freunde der Sonne, ich begrüße euch zur nächsten Folge Ghost Recon Breakpoint. Wir starten durch zum nächsten Punkt. Retten Wissenschaftler. Und um euch zu informieren, wir werden jetzt hauptsächlich die Hauptmission spielen. Das heißt, wir werden Rosebud killen, wir werden Flycatcher töten und zu guter Letzt Walker. Hier sind vielleicht noch ein paar Videos, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber andere Videos zu anderen Missionen mache ich vielleicht. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, einen Kommentar dazu und wir spielen den Rest. Damit ihr eingeweiht seid. Aber mir geht es die Story eher vor, ist die Story eher vorrangig. Deswegen spielen wir jetzt straight die Story. Fahrzeuge nutze ich eigentlich sehr gerne, aber das rentiert sich hier eigentlich kaum. Weil das zu fahren, die Landschaft ist mega cool gemacht. Es wird noch ein Projekt kommen, nämlich der Vorgänger von Ghost Recon Breakpoint, und zwar Wildlands. Den werden wir auch noch definitiv zocken. Ein bisschen später, damit ihr da auch schon mal informiert seid. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann bleibt auf alle Fälle auf diesem Kanal weiter am Start. Oh, ja, da muss ich da hinten landen. So. Ist mir ein bisschen zu tot, ehrlich gesagt. Wo komme ich hier dann hoch? Wahrscheinlich da vorne. Da ist ein Sniper, der muss weg. Den hinteren machen wir mit der Simultandrohne.
So. Denn meine Stimme könnte das Letzte sein, was du jemals hörst. Wo sind die Wissenschaftler aus Cromwells Team? Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß, ehrlich! So. Eine neue AK. Zumindest der Klon davon. In dem Raum ist der drin. Ach, hier. Ein Bauplan. Keine Ahnung. Ein anderes unten. Eine AK. Na, das Ganze oben. Muss ich nochmal hinauf.
Ein Fertigkeitspunkt. Nice. Verdammt, ich komme zu spät. Scheiße. Tot? Ja, tot. Oh nein, tu mir nichts, bitte. Wieso nicht? Wir sitzen hier auch fest. Und Blacks Bodyguards passen hier auf. Einer ist mal im Dienst zu seinem Mädchen. Sie sagten, er wäre desertiert und schlugen ihn tot. Mir kommen gleich die Tränen. Blake ist härter als du. Ich sollte gar nicht hier sein. Ich gehöre an einen Schreibtisch im Überwachungszentrum. Welche Ratte wagt es, einen Fuß in mein Einsatzgebiet zu setzen? Wir glauben, es ist eine Einsatzkraft von einem Helikopterabsturz. Wir dachten, die Wolves hätten sie erwischt. Aber dann wurden die Drohnen hier mit Kleinkalibern beschossen. Yes, Sir. Gott. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, sind diese Cowboys, die hier durch den Matsch kriechen. Schalte auf die Drohne in Sektor 2 um. Da, da. Zoom ran. Auf das Tier, Sir? Das, du Hohlkopf, du verweichlichtes Kind, ist ein verdammter Mensch! Er bewegt sich, Sir. Wie wär's, wenn du ihm folgst, hä? Folge ihm! Wo zum Teufel ist er? Wir haben ihn gerade verloren. Du meinst, du hast ihn verloren? Ich wette, deine Hure von Mutter verflucht den Tag, an dem das Kondom gerissen ist. Sir? Such weiter! Verdammt, such weiter! Ja, Sir. Drohnen haben nicht funktioniert. Deshalb schickt er mich, Blake, um dich hier draußen zu finden. Okay. Ja, was soll man ihm jetzt am besten sagen? Was hat er überhaupt verloren? Du hättest nie für Männer wie Blake und Stone arbeiten sollen. Männer wie die verändern die Welt. Da sehe ich lieber aus der Nähe zu, als von der Seite. Wie ist die Sicht jetzt? Trostlos. Oh Mann, mach's einfach schnell. Ich mag keine Schmerzen. Ich verschwende keine Kugeln. Alarm schlagen darfst du aber auch nicht. Na, wo recht hat, hat er recht. Okay. Dann reisen wir dahin, dann sprechen wir mit ihr noch und dann wird's
An den ersten der beiden gehen wahrscheinlich über die Rosebud als allererste töten. Dann danach Flycatcher und dann Walker. Beziehungsweise dann Ariana Puri retten, weil wir müssen ja auch Josiah Hill töten. Das wird der nächste sein, der drankommt auf unserer Hitliste. So, dann können wir. Das war taktisch unklug, aber egal. Aha, eine imaginäre Wand, auch nice. So, und rein zu ihr. Und wer bist du? Jay sagte, ich würde sie hier vielleicht finden. Haben Sie mein Team gefunden? Geht es Ihnen gut? Einigen schon. Nicht alle haben es geschafft. Mist! Maddox, lassen wir das Vergangene ruhen. Wir haben viel zu tun. Ich brauche Ihre Hilfe. Was Sie vorhaben, ist nicht einfach. Um die KI zu knacken, brauche ich Zugang zum Steuerprogramm der Drohnen. Was hält Sie auf? Ian Blake. Er hat das biometrische Sicherheitssystem so konfiguriert, dass nur er auf das Steuerprogramm der Drohnen zugreifen kann. Wenn Sie die KI wollen, müssen Sie zuerst Blake finden und ihn dazu bringen, das Programm freizugeben. Sie hat leider recht. Die Sentinel-Offiziere in Cape North sollten wissen, wo Blakes, naja, Rattennest ist. Ich finde ihn. Er wird das Programm freischalten. Und Sie, Cromwell? Was haben Sie vor? Hier können Sie nicht bleiben. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Maddox. Natürlich können Sie das. Nomad Herzchen, ich verlasse mich darauf, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Okay. Die Annie schaut aus, als wäre sie schwanger. Naja, okay. Nein. So. Da muss ich hin. Na, hier gibt es auch ein Heli. Das ist natürlich nice. Dann fliegen wir da mal hin.
Okay, wo kann ich hier denn ganz optimal... Ich denke, ein... So. Schöner Tag, nicht wahr? Sag mir, wo ich ihn bleibe. Mehr weiß ich wirklich. Na, schöner Tag, nicht wahr? Sag mir, wo ich ihn Black finde, sonst endet der Tag alles andere als schön. Wirklich, ich habe dir alles gesagt. Wow. Da wäre wohl eine Granate sinnvoll gewesen, aber ich habe die da vorher nicht gesehen. Ja. So. Das ist hier. Und kein Lager in der Nähe oder wie? Doch. Oh, jetzt wird's kalt. So.
So. Und jetzt werden wir mal was essen. Es ist noch halb in der Dämmerung, das ist natürlich sehr gut. Ein sehr großer Vorteil. Wow. Hallo. Wow. Da war ich selber schuld. Da habe ich mich mal selber in die Luft gesprengt. Ich bin doch so Baller Baller in der Birne. Ich brauch bloß ein Heli. Danke. Oh, der hat Infos. Da müssen wir uns den irgendwie krallen. Sie sind toll, bis der Strom ausfällt.
Jetzt habe ich den Mongo getötet, ich Trottel. Carla ist wieder zu Hause. Wirklich? Wo war sie denn? Was ist passiert? Sentinel hatte sie entführt, wie wir schon dachten. Aber sie erinnert sich an nichts. Sie war... Ganz plötzlich, einfach so, haben sie sie freigelassen. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie mir aus den Augen. Rede, was weißt du? Mehr weiß ich einfach nicht. Bitte, tu mir nichts. Ja, das hat es. Wir haben Besuch von feindlichen Einheiten. Roger, wir halten Ausschau nach Unbefugten. Noch jemand eine Frage?
Konzentration! Wir haben Gesellschaft! Nächster. Nice. Und wo? Das ist hier. In der Nähe von dem Biwak. Da reißen wir jetzt noch kurz hin. Dann beende ich die Folge schon für jetzt. Weil die geht jetzt eh schon mega lang. Also. Wow. Nice. Und hier sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Wenn es zu Ian Blake geht. Und dann die anderen zwei knödeln. Und dann langsam dem Ende. Also. Bis bald. Euer. Oh ja.